Ich habe seit ein paar Wochen einen Etsy-Shop und möchte euch heute meine erste Bestellung zeigen. Das ist dieser Helm hier. Die 3D-Datei dafür kam vom Kunden, eine Maßanfertigung, also nichts, was ich sonst so verkaufe. Los geht's mit dem 3D-Druck. Hier druckt die Vorderseite des Helms. Der Kunde wollte den Helm in einer Flip-Flop-Lackierung haben. Ich habe ihm hier demonstriert, wie der Lack auf schwarzer und auf silberner Grundierung so wirkt. Ich persönlich finde die schwarze Variante viel schöner, aber der Kunde hat sich für die silberne entschieden. Nach dem Druck wird geschmirgelt. Ihr kennt das Spiel sicherlich schon aus 1000 anderen Helmvideos. Schmirgeln, Filler Primer, schmirgeln, Filler Primer. So lange, bis man zufrieden ist. Ja, und bei der ersten Anprobe des gedruckten Helmes stellt sich heraus, er passt nicht. Ist aber überhaupt kein Problem. Immerhin haben wir jetzt ein Testobjekt, um die Lackierung einmal am realen Objekt auszuprobieren und ein paar schöne Testfotos zu machen, dem Kunden zu schicken, um zu sehen, wie der Helm in Wirklichkeit wirkt. Neuer Druck, ein bisschen hochskaliert, größerer Helm. Und von vorne. In der Zwischenzeit zeige ich euch, wie wir die Ohrteile fertigen. Das sind die hier, die habe ich auf einem Resin-Drucker gedruckt, weil sie einfach sehr filigran sind und viele Details haben und mit einem Resin-Drucker sehr viel besser zu drucken sind. Und so sehen sie fertig lackiert aus mit der Flip-Flop-Lackierung. Nächster Punkt, das Visier. Das Visier soll durchsichtig sein, von innen, von außen soll es schwarz erscheinen. Ich habe dem Visier, dem 3D-Modell, diese Base hier hinzugefügt und es dreimal ausgedruckt in unterschiedlichen Größenskalierungen, jeweils um ein paar Prozent abweichend. Mit Hilfe dieses Masters werden wir jetzt das Visier aus Acrylglas, aus getöntem Acrylglas, Vacuum formen. Das ist das getönte Acrylglas. Es ist noch nicht sehr blickdicht von außen. Das werden wir später aber mit getönter Autoscheibenfolie noch korrigieren. Das ist mein zweiter Versuch mit dem Vacuum-Former. Vom ersten Versuch gibt es auch ein Video, da habe ich mit weißem ABS-Plastik Handplatten für einen First Order Stormtrooper geformt. Gibt es auch hier auf YouTube zu sehen. Das Acrylglas war deutlich dicker, ich glaube 3 mm und sehr viel schwerer auf Temperatur zu bekommen, in der man es gut formen kann. Aber seht selbst.
Entschuldigt das Flimmern hier. Ich bin irgendwie auf eine seltsame Zeitlupeneinstellung gekommen, auf die ich nicht kommen wollte. Ja, mit zwei Elektrogrills wird jetzt das Acrylglas heiß gemacht. Das geht erstaunlich gut, wenn man die Stellen, an denen die Heizspiralen nicht hinkommen, noch von oben mit einer Heatgun unterstützt. Auf dem Vakuumtisch liegt der Master und daran angeschlossen ist ein Industriestaubsauger, der das Vakuum zieht. Und los geht's. Das ist übrigens mein Mitgründer Marc, den seht ihr jetzt, glaube ich, zum ersten Mal. Und wir schneiden das Video auf. Jetzt bleibt noch die getönte Folie anzubringen, damit das Visier auch wirklich blickdicht ist von außen. Und fertig ist das Visier. Inzwischen ist auch der zweite Druck abgeschlossen und wie ihr seht, diesmal passt der Helm sehr gut. Und wieder Filler Primer und Schmirgeln. Die Details mit dem Dremel ausbessern. Und schlussendlich, wenn alles schön glatt ist, lackieren. Zunächst einmal schwarz, Hochglanz und dann eine Schicht Silbern drüber. Hier seht ihr, wie die Facetten des Helms jetzt schon ohne die Flip-Flop-Farbe ein schönes Lichtspiel verursachen. Das wird gleich mit der Flip-Flop-Farbe nochmal sehr viel interessanter aussehen. Die kommt jetzt drauf. Hier ist es besonders gut zu sehen, wie die unterschiedlichen Facetten ein schönes Regenbogenfarbspiel verursachen. Bleibt zum Schluss noch eine Schicht Klarlack, um das Ganze kratzfest und beständig zu machen. Ja.
Und um das Projekt abzuschließen, werden jetzt alle Teile zusammengeklebt. Die Ohren und das Visier. Das Visier war etwas diffizil einzukleben. Durch die 3 mm, die das Acrylglas dem an Dicke hinzugefügt hat, hat das nicht so exakt in die Aussparung gepasst, aber es war gut genug. Und der Helm ist fertig. Bleibt nur noch, die Sendung an den Kunden zu verschicken.